Ihr kennt alle die Szene, in der Anakin den Jedi-Rat darum bat, zu dem Rang eines Meisters befördert zu werden. Mace Windu und der Rest des Jedi-Rats lehnten diese Forderung ab und Anakin war ziemlich wütend. In der Novelization zu Episode 3, welche mittlerweile unkanonisch ist, wird diese Szene allerdings viel dramatischer beschrieben. Es ging sogar so weit, dass Anakin Mace Windu fast getötet hätte. Wie es dazu kam, werdet ihr in diesem Video erfahren. Für weitere Star Wars Videos dürft ihr natürlich gerne diesen Kanal abonnieren und das Video bewerten. Als Anakin vor dem Jedi-Rat stand und seine Bitte offenbarte, lehnte Windu diese ab. Anakins Stimme war tiefer als im Film, dunkler als im Film und man spürte seine Wut durch den gesamten Raum. Wie könnt ihr? Anakins Emotionen überfluteten den Raum, doch seine Stimme hörte sich nicht an wie die von Anakin, sondern wie die von Dooku. Kein Jedi in diesem Raum ist so mächtig wie ich. Kein Jedi in der Galaxis kann es mit mir aufnehmen. Ihr denkt, ihr könnt so über mich richten? Yoda teilte Anakin mit, dass er einen Sitz in diesem Rat hat, aber kein Meister werden wird, da die Jedi nicht die Wünsche des Kanzlers befolgen. Woraufhin Anakins Wut immer wie größer wurde. Dies ist eine Beleidigung gegen mich und den Kanzler. Denk nicht, dass so etwas toleriert wird. Windus Augen waren so kalt wie Anakins Stimme. Windu sagte Anakin, dass er sich hinsetzen soll, worauf Anakin sagte, möglicherweise nehme ich mir deinen Sitz. Doch wenn ihr denkt, dass das der Höhepunkt ist, in Anakins Gedanken spielte sich eine ganz andere Szene ab. Denn dort sagt ihm seine innere Stimme, ihr denkt, ihr könnt mich überbieten. Ihr denkt, ihr könnt mich davon aufhalten, meine Liebe vor dem Tod zu bewahren. Geht weg und nehmt dies. Im nächsten Moment wollte Anakin zum Lichtschwert greifen und Mace Windu töten. Doch bevor es so weit kam, sagte Obi-Wan, Anakin, bitte. Die Ruhe in der Stimme und das Vertrauen Anakins in Obi-Wan bewegte, dass das Feuer in Anakin augenblicklich verschwand. Anakin entschuldigte sich bei dem Rat und verschwand wie in Episode 3. Ich persönlich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man in meinen Augen eine so geniale Szene nicht in den Film mit einintegriert hat. Aber schreibt mir an dieser Stelle doch gerne einmal in die Kommentare, was eure Meinung zu diesem Ausschnitt aus der Novelization zu Episode 3 war. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, in welchen ich euch Szenen aus den Star Wars Büchern vorstelle, dann schreibt dies gerne in die Kommentare. Denn in den Büchern wird so viel beschrieben, dass in den Filmen gar nicht erwähnt wird. Und ansonsten könnt ihr jetzt noch hier links oder rechts klicken, um euch ein weiteres Video von mir anzuschauen. Und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Video.